Michelin-Stern geht an Hongkong Soya Sauce Chicken. Ein märchenhafter Moment. Trotzdem kann man nicht sagen, nach dieser Nacht ist nichts mehr, wie es war. Denn immer noch fängt jeder Morgen so an. Um 5 geht Herr Chen zur Arbeit. Zum Hawker Center, wo Bude an Bude steht. Nur eine ist anders. Dort, wo klassische Musik erklingt und Herr Chen sich dann auf 6 Quadratmetern um seine Hühnchen kümmert. Waschen, würzen, in der Marinade garen, klingt schlicht, ist aber nun eben preisgekrönt. Es ist jetzt 8.30 Uhr, um 10 Uhr fängt Herr Chen an zu verkaufen. Das heißt, noch anderthalb Stunden Zeit, um alles vorzubereiten, aber das hat er 1000 Mal gemacht. Alle Handgriffe sitzen und seine Kunden dürfen sich darauf freuen. Es wird heute schmecken, wie jeden Tag, hervorragend. 180 Hühner an den Haken, Tag für Tag. Huhn und Reis gibt's in jeder Ecke Singapurs, aber so nur einmal. Ich freue mich über den Stern, aber er bringt mir auch Stress. Sterneküche für 1,30 Euro die Portion. Logisch, alle wollen sein Hühnchen. In ein paar Minuten dann wird Chef Chen seine ersten Portionen herausgeben. Für alle, die hierher gehen, und das sind viele, gibt es eine goldene Regel: nicht mit leerem Magen kommen. Denn der Weg zum Huhn, er ist lang. Vor dem Stern musste man schon etwa 45 Minuten warten, jetzt oft 3 Stunden. Ich bin Student. Während ich warte, kann ich fürs Examen lernen. Kopf ab und auch sonst sieht es rustikal aus. Aber es muss doch mehr dahinter stecken. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Frische Zutaten bringen Geschmack, Farbe, Aroma. Die Qualität muss einfach immer auf dem höchsten Niveau sein. Es ist weich und zart. Einfach ein perfektes Hühnchen. Die Textur des Fleisches, die Würze, das harmoniert wirklich sehr schön. Der Erfolg lässt Herrn Chen keine andere Wahl. Er expandiert. Die Besenkammerküche allein reicht nicht mehr. Herr Chen eröffnet ein Restaurant. Ein richtiger Sternekoch eben. Sojasauce Chicken. Zart und saftig, so wie es wahrscheinlich sein soll. Schöne Grüße an Lafer und Schubeck. Kleiner Mann, aber ganz große Küche.